Dann folgt jetzt noch einer von jemandem, der sich, glaube ich, länger darauf vorbereitet hat. nämlich vom Mieterrat Frankfurter Allee. Ja, hallo. Ich bringe euch solidarische Grüße vom Mieterrat an der Frankfurter Allee. Ich freue mich, dass wir heute mit so vielen hier in Friedrichshain auf der Straße sind und ein gemeinsames starkes Zeichen setzen. Wir lassen uns nicht gefallen, wie diese Stadt seit Jahren privatisiert, parzelliert und kaputt spekuliert wird. Wir wohnen in den letzten noch unsanierten Stalinbauten. Wenn ihr gerade ausguckt, nicht weit von hier, am Frankfurter Tor. Und wir kämpfen dort gegen Mietspekulation und Verdrängung. Unsere Probleme sind dieselben, wie so viele von euch sie zur Genüge kennen. Mietsteigerungen, Umwandlung in Eigentumswohnungen, Versuche, die Mieter mit Schikanen loszuwerden. Deshalb solidarisieren wir uns mit euch allen und stehen hier heute gemeinsam mit euch für unser Recht auf Stadt ein. Die Häuser, in denen wir wohnen, sind mal als Arbeiterpaläste gebaut worden, als Aushängeschild des Wiederaufbaus von Ost-Berlin. Man kann seine Zweifel daran haben, ob dieser Staat, in dem diese Häuser 30 Jahre lang standen, die eigenen Ansprüche eingelöst hat. Darauf kommt es heute aber nicht mehr an. Heute sind diese Arbeiterpaläste, wie alle anderen Häuser in Berlin auch, nichts anderes als Spekulationsobjekte, aus denen möglichst viel Profit gezogen werden soll. Wir Mieter, wir, die wir in den Häusern wohnen, sind dabei nichts als lästige Störfaktoren, die der optimalen Verwertung an deregulierten Wohnungsmarkt im Wege stehen. Egal, ob wir schon seit Jahrzehnten in der Wohnung leben, die uns damals zugewiesen wurde, ob wir in jüngerer Zeit zugezogen sind oder ob wir uns, wie unsere Nachbarn in der Liebigstraße oder Rigaer Straße, den leerstehenden Wohnraum einfach genommen haben. Ja, wir sind Störfaktoren in den Kalkulationen der Projektentwickler, Investoren, Property Manager oder hinter welchen kamuflierenden Begriffen sich diese Spekulanten auch sonst immer verstecken mögen. Und ich kann Ihnen allen versprechen, wir werden auch Störfaktoren bleiben. Denn wir lassen uns nicht damit abspeisen, in dieser Stadt die Statistenrolle zu spielen. Wir lassen uns nicht damit abspeisen, alle paar Jahre mit unseren Kreuzchen abzunicken, wie unser solidarisches Berlin, unser buntes Berlin, unser lebendiges Berlin den kapitalistischen Verwertungsinteressen zum Fraß vorgeworfen wird. Unser Berlin gehört uns allen, die wir hier in dieser Stadt wohnen und leben. Ossis und Wessis, Bio-Deutschen und Migrantinnen, Hausbesetzerinnen und Mietern, Studenten und Rentnerinnen, Arbeiterinnen und Arbeitslosen. Bei uns in der einstigen Stalinallee erleben wir seit 2 Jahren ganz praktisch, wie bereichernd es ist und wie viel Kraft es gibt, wenn sich die ganz verschiedenen Menschen zusammenfinden, die in unseren Häusern wohnen. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Solidarität ist eine Waffe. Wir spielen nicht länger mit beim perfiden Spiel des freien Wettbewerbs, jeder gegen jeden, sondern wir wollen die Spielregeln ändern. Dafür sind wir heute hier gemeinsam auf der Straße und dafür werden wir weiter gemeinsam kämpfen. Egal ob im Wedding, in Neukölln, in Pankow, in Kreuzberg oder eben hier in Friedrichshain. Keine Profite mit der Miete. Vielen Dank.